Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Neuer Schwung ist in die Beziehungen der beiden Großmächte USA und Sowjetunion gekommen. Die Außenminister Baker und Shevardnadze unterzeichneten in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming eine Reihe von Vereinbarungen zur Kontrolle der strategischen und chemischen Waffen. Sie legten auch einen Zeitrahmen für ein Gipfeltreffen fest. Danach werden Präsident Bush und Staats- und Parteichef Gorbatschow im Frühsommer nächsten Jahres zusammenkommen, voraussichtlich in Washington. Das möglicherweise wichtigste Ergebnis des Treffens ist aber, dass eine große Hürde für die Genfer Verhandlungen über den Abbau der atomaren Langstreckenraketen Start beiseite geräumt wurde. Die Sowjetunion besteht nun nicht mehr darauf, dass die USA ihre Pläne für eine Raketenabwehr im Weltraum SDI begraben. Jackson Hole. Diese Gespräche in Jackson Hole haben ohne Übertreibung den sowjetisch-amerikanischen Dialog auf eine neue Ebene gehoben, sagte Edward Shevardnadze auf der abschließenden Pressekonferenz. Und auch James Baker war hochzufrieden, obwohl er einräumte, es könnte auch noch Rückschläge geben. Doch für den Augenblick habe Jackson Hole ein Beispiel gesetzt. In der malerischen Landschaft unterzeichneten die beiden Außenminister ein ganzes Bündel von Vereinbarungen. Zuallererst ein Memorandum über Chemiewaffen. Ein Datenaustausch ist darin vorgesehen und ab Juni 1990 die gegenseitige Inspektion von Chemiewaffenfabriken und Lagern. Dann ein Vorabkommen zu START, das beiden Seiten schon jetzt erlaubt, Produktionsstätten von Interkontinentalraketen zu besichtigen. Das eigentliche START-Abkommen zur Reduzierung strategischer Waffen ist in Jackson Hole in greifbare Nähe gerückt, weil Washington und Moskau von starren Positionen abgerückt sind. So ist die Sowjetunion jetzt bereit, einen START-Vertrag zu unterschreiben, auch wenn die USA vorher nicht SDI aufgeben. Allerdings will Moskau von einem solchen Vertrag zurücktreten, wenn Washington Weltraumwaffen testet und stationiert. Hier in Jackson Hole haben James Baker und Edward Shevardnadze über eine so breite Themenpalette geredet wie noch nie zuvor. Waffenlieferungen nach Nicaragua standen genauso auf der Tagesordnung wie die sogenannten transnationalen Probleme. Terroristen und Drogenbekämpfung und gemeinsame Anstrengungen für den Umweltschutz. Ein weiteres Thema in den Gesprächen zwischen Baker und Shevardnadze war der Zustrom von DDR-Flüchtlingen aus Ungarn in die Bundesrepublik. Baker erklärte, man habe sich über diese Probleme unterhalten und auch erörtert, was man die deutsche Frage nenne. Da die Unterredung aber vertraulich gewesen sei, könne er über den Inhalt nichts sagen. Die Opposition in der DDR formiert sich. Etwa 80 Mitglieder von Reformgruppen beschlossen heute auf einem vorgezogenen Treffen in Leipzig, die Demokratiebewegung Neues Forum zur Dachorganisation zu machen. Das Treffen der Oppositionsgruppen war ursprünglich für den 2. Oktober geplant gewesen. Um einem Eingreifen der Staatssicherheit aber zuvorzukommen, wurde es auf heute vorgezogen. Das Ziel der Gruppen, so sagte die Mitbegründerin des neuen Forums, Bärbel Bohley, heute in Leipzig, sei nicht die Einführung des Kapitalismus, sondern ein anderer Sozialismus als der in der DDR praktizierte. Und der thüringische Pfarrer Edelbert Richter erklärte auf dem Treffen, es gehe darum, den Alleinvertretungsanspruch der führenden SED zu brechen. Die SED hat mittlerweile auf ihre Weise zu der Oppositionsbewegung Stellung genommen. Im neuen Deutschland hieß es unter anderem, den immer wieder geforderten Pluralismus gebe es in der DDR bereits. Es existierten seit langem Interessenvertretungen für Briefmarkensammler, Hundehalter, Bücher und Rosenfreunde. Und in der FDJ-Zeitung Junge Welt hieß es zum Thema Neues Forum, die FDJ ist ein großes Forum, kein neues, sondern eins, das von dem Kontakt untereinander schon immer lebt. Durch die Erklärung des neuen Forums zur staatsfeindlichen Organisation bekommen die Strafverfolgungsbehörden ein scharfes Druckmittel in die Hand. Die Mitglieder müssen zumindest theoretisch mit Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren rechnen. Doch bisher lässt sich die neue Opposition offenbar nicht einschüchtern. Auf dem Treffen in Leipzig wurde heute bekannt gegeben, 4000 DDR-Bürger haben den Aufruf für mehr Demokratie namentlich unterschrieben. Indessen hält der Zustrom von DDR-Bürgern auch 2 Wochen nach Öffnung der ungarischen Westgrenze unvermindert an. Wie hier im Lager Grafenau trafen in der vergangenen Nacht wieder knapp 600 Flüchtlinge in der Bundesrepublik ein.
Das sind mehr als an den Vortagen. Sie hatten die österreichisch-ungarische Grenze in Privatwagen, Bussen und Zügen passiert. 30 Menschen schwammen bei ihrer Flucht aus der Tschechoslowakei nach Ungarn durch die Donau. Damit sind seit dem 11. September bereits knapp 20.000 DDR-Bürger in den Westen geflohen. Unterdessen geht hinter den Kulissen die Suche nach einer Lösung für die DDR-Flüchtlinge in den bundesdeutschen Botschaften in Warschau und Prag weiter. Ein Ausweg für die etwa 240 Zufluchtsuchenden in Warschau könnte nach Bonner Informationen die Ausreise über Schweden sein. Entsprechende Presseberichte wurden heute vom Außenministerium als Spekulation bezeichnet. Das Flüchtlingsproblem dürfte eine zentrale Rolle bei den Gesprächen spielen, die Bundesaußenminister Genscher in den nächsten Tagen am Rande der UN-Vollversammlung in New York führen will. Er trifft dort die Außenminister aller beteiligten Ostblockstaaten, darunter auch seinen sowjetischen Kollegen Schewardnadze. Wie es heißt, will Ost-Berlin das Problem am 7. Oktober vom Tisch haben, wenn der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow zum 40. Jahrestag der DDR das Land besucht. Bereits morgen trifft Genscher den tschechoslowakischen Außenminister Joanisch. In der Botschaft in Prag spitzt sich die Lage zu. Dort halten sich mittlerweile fast 800 Zufluchtsuchende auf. In der Bonner Botschaft in Prag sieht es mittlerweile aus wie in einem Heerlager. 780 DDR-Flüchtlinge waren heute Mittag in der Botschaft und fast stündlich kommen neue hinzu. Die tschechoslowakische Polizei, die am Donnerstag der vergangenen Woche vor dem Zaun die Pässe der Passanten kontrollierte und DDR-Bürger zurückwies, ist wieder abgezogen. Mit jedem neuen Flüchtling wachsen in der Botschaft die Probleme. Platz für neue Zelte im Garten ist kaum mehr vorhanden. Es gibt nur zwei Duschen. In den Zelten ist es jetzt schon sehr eng. Der von den Flüchtlingen aus ihrer Mitte gewählte stellvertretende Lagerleiter ist über die Situation zunehmend besorgt. Ja, wie Sie bereits gesagt haben, es kommen immer mehr über den Zaun. Der Strom von Flüchtlingen hier in die Botschaft hört nicht auf. Wir haben jetzt 780 Menschen aus der DDR hier in der Botschaft. Und die Situation ist im Prinzip sehr prekär. Wir haben keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr für die Leute. Wir hoffen jetzt nur noch, dass sich endlich das Internationale Rote Kreuz für uns einschaltet. Die meisten DDR-Flüchtlinge in der Bonner Botschaft in Prag sehen im Internationalen Roten Kreuz gegenwärtig die einzige Hoffnung. Denn selbst eine vorläufige Rückkehr in die DDR können und wollen sie sich nicht vorstellen. Die Reformbestrebungen in Osteuropa, vor allem in Polen und Ungarn, sind auch auf einer Konferenz der 7 führenden westlichen Industrienationen gewürdigt worden. Auf dem Treffen in Washington im Vorfeld der Tagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank wurde von historischen Vorgängen gesprochen. Dabei wurde den Polen, die im Westen hoch verschuldet sind, Hilfe bei der Wirtschaftsreform und bei der Lösung der Schuldenprobleme in Aussicht gestellt. Der oberste Sowjet von Aserbaidschan hat ein Gesetz beschlossen, das die Kaukasusrepublika souverän innerhalb der UdSSR erklärt. Damit beansprucht Aserbaidschan eine Unabhängigkeit in allen Angelegenheiten, in denen die Zuständigkeit nicht freiwillig an die Zentralregierung in Moskau abgegeben worden ist. Eine ähnliche Unabhängigkeitserklärung war auch schon in Estland beschlossen, von Moskau aber als verfassungswidrig verworfen worden. Aserbaidschan bekräftigt mit dem Gesetz zugleich den Anspruch auf das überwiegend von christlichen Armeniern bewohnte Gebiet Bergkarabach. Die Region ist nach einem blutigen Nationalitätenstreit derzeit direkt der Moskauer Zentralregierung unterstellt. In Beirut wurde der Flughafen wieder geöffnet. Einen Tag nach Verkündung des Waffenstillstandes in Libanon landete am Mittag die erste Passagiermaschine seit 6 Monaten. Auch die Blockade der von den Christen kontrollierten Häfen ist beendet. Ein Frachtschiff machte bereits am Morgen fest. Diese ersten Schritte zur Verwirklichung des Friedensplanes der Arabischen Liga waren durch die Zustimmung der christlichen Militärregierung unter General Aoun möglich geworden. Die nunmehr seit 2 Tagen anhaltende Waffenruhe nach 14 Jahren Bürgerkrieg ermunterte gleichzeitig Tausende von Menschen, ins zerstörte Beirut zurückzukehren. Der inzwischen abgeflaute Hurrikan Hugo hat an der amerikanischen Ostküste Schäden von mehreren Milliarden Dollar angerichtet. Insgesamt 48 Menschen starben, als der Wirbelsturm aus der Karibik kommend eine Spur der Verwüstung zog. Entlang der Küste von Südcarolina und auf den Inseln davor. Häuser sehen aus wie Streichholzschachteln, auf denen jemand herumgetrampelt ist. Fischerboote an Land zu Haufen gestapelt. Die ersten sind jetzt zurückgekommen in ihre vom Hurrikan zerstörten Orte.
ein Rentner-Ehepaar. Sie sagt, ich stehe hier auf meinem Haus. I'm standing on my house right now. Viele haben Schwierigkeiten, sich überhaupt zurechtzufinden in ihrer Straße, in ihrem Heim. Das da hinten ist meine Küche, ruft eine Frau. Und unsere schöne Veranda, die finde ich nicht mehr. Nationalgardisten sind angerückt, um die Trümmer vor Plünderern zu schützen. Nur zögernd lässt man selbst die Bewohner in das Chaos. Bleiben sie noch, wo sie sind, heißt es im Radio. Zu Hause erwartet sie nichts. In Charleston stehen die Menschen Schlange nach Wasser und Lebensmitteln. Für Benzin soll an einigen Tankstellen des Staates der vierfache Preis gefordert werden. Die Regierung droht Wucherern Gefängnisstrafen an. Alles, was sonst so reichlich ist, erfordert frustrierendes, langes Warten. Der Strom ist ausgefallen. Wasser tröpfelt wohl hier und da aus der Leitung. Aber die Behörden warnen davor, es zu trinken. In Charleston, Stadt und Umgebung, wird der Schaden des Wirbelsturms auf 2 Milliarden Dollar geschätzt. In Nord- und Südcarolina starben 18 Menschen. Es wird mindestens noch 4 Wochen dauern, bis das Leben hier auch nur halbwegs wieder geordnet ist. Zum Auftakt der Woche der ausländischen Mitbürger haben Kirchen, Politiker und Verbände heute vor Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Die Kirchen appellierten in einer gemeinsamen Erklärung an die Bundesbürger, den Fremden zu zeigen, dass die große Mehrheit der Deutschen mit ihnen in guter Nachbarschaft leben wolle. Bundestagspräsidentin Süssmuth wies auf die Aufgaben der Politiker hin, soziale Konflikte zu beseitigen. Praktisch heiße das, neue Wohnungen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. In diesem Sinne äußerte sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Aus- und Übersiedler, Asylbewerber und ausländische Arbeitnehmer dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auf scharfe Gewerkschaftskritik ist die Äußerung von Bundeswirtschaftsminister Hausmann gestoßen. Eine weitere Arbeitszeitverkürzung sei nicht mehr hinnehmbar. Der stellvertretende Vorsitzende der IG Bau Köbele nannte dies heute eine Anmaßung. Die Gewerkschaften hätten durch maßvolle Tarifpolitik wesentlich zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen. Während die Unternehmen enorme Gewinnsteigerungen verzeichneten, sei der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen auf den niedrigsten Stand seit den 50er Jahren gesunken. Mehr als 1,2 Millionen Besucher kamen in diesem Jahr zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, die heute zu Ende ging. Eine Bilanz von Harald Feller. Traditionelles Hubkonzert zum Abschluss der Autoschau. Wieder einmal werden Triumphe gefeiert. Angesichts des neuen Besucherrekords konnte der Verband der Automobilindustrie zufrieden feststellen, der Deutschen liebstes Kind hat nichts von seiner Faszination verloren. Umlagert waren wieder die PS-starken Spitzenmodelle, trotz anhaltender Diskussion um Geschwindigkeitsbeschränkung und Klimaveränderung. Und ungeachtet der täglichen Staus kamen mehr Besucher mit dem eigenen Auto zur IAA als noch vor 2 Jahren, so die Polizei. Über die stolze Leistungsschau der Automobilindustrie berichteten 6.500 Journalisten aus 42 Ländern. Bei so viel Anziehungskraft und Werbung für den Individualverkehr fiel es der Industrie leicht, selbstkritisch einzuräumen, das Auto sei nicht umweltneutral. Mit neuen Techniken zur Schadstoffverminderung und der Hoffnung auf staatliche Steueranreize für die Käufer wirbt die Branche für den Umweltschutz. Fest steht, die nächste IAA findet 1991 wieder in Frankfurt statt. Vielleicht ohne die Nutzfahrzeuge, aber dafür mit noch mehr Personenwagen. Dieses Mehrfamilienhaus in der saarländischen Gemeinde Merchweiler ist am Morgen durch eine Explosion völlig zerstört worden. Dabei gab es ein Todesopfer. Rettungstrupps fanden unter den Trümmern die Leiche eines Mannes. Die Ursache der Explosion, die auch im Umkreis erhebliche Schäden anrichtete, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise war eine Gasleitung defekt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. September. Der Satellitenfilm zeigt ein umfangreiches Wolkengebiet über Deutschland, das sich im Tagesverlauf kaum veränderte. Über Frankreich und Belgien entwickelten sich zahlreiche Quellwolken. Die Wolken über Deutschland haben sich in der Meereskaltluft gebildet, die hinter dem nach Osten abziehenden Tiefausläufer nach Mitteleuropa strömt. Das mit seinem Schwerpunkt über dem Kanalgebiet und der südlichen Nordsee gelegene Hoch verlagert sich kaum und zeigt zunächst nur wenig Wetterwirksamkeit. Die Vorhersage für morgen. Im äußersten Norden zeitweise aufgelockerte Bewölkung und trocken. Sonst meist stark bewölkt oder bedeckt, und gebietsweise schauerartige, im Süden auch gewittrige Regenfälle. Tiefstemperaturen 9 bis 13 Grad. Höchsttemperaturen 14 bis 19 Grad.
schwacher nördlicher Wind. Die weiteren Aussichten: am Dienstag im Süden noch Schauer und kühl, sonst nach Nebelauflösung überwiegend sonnig und etwas wärmer. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 22.50 Uhr.